Nach 2004 und 2011 ist das National Danish Performance Team in diesem Jahr zum dritten Mal zu Gast in der Anhalt Arena. 34 Sportlerinnen und Sportler bieten eine 90-minütige Show unter dem Titel We Move the World. Also wirklich eine junge, dynamische Gruppe von Sportlern, ehemaligen Hochleistungssportlern oder Sportlern, Wettkampfsportlern, die im tänzerischen Bereich, im Turn- und Gymnastik zu Hause waren und hier eine Show zusammengestellt haben mit viel, viel Tanz, heißer Musik, starken Rhythmen, Akrobatik, turnerischen Elementen, rhythmischer Sportgymnastik und. Also wirklich ein Feuerwerk an Dynamik und aber Eleganz. Also es ist wirklich faszinierend, das live mitzuerleben. Und ich kann nur wirklich jedem Zuschauer, jedem Bewohner von Dessau, Rossau und Umgebung empfehlen, diese Show sich anzugucken. Also das wird man nie und nimmer bereuen, sondern man wird restlos begeistert sein. Das Performance-Team zeigt eine spektakuläre Mischung aus graziösen Bewegungen, dynamischen und energiereichen Szenen, bunten und lebendigen Choreografien und kraftvollem Springen am Mini-Trampolin, dem Sprungtisch und der Tumblingbahn. An die Sportlerinnen und Sportler werden hohe Anforderungen gestellt. Alle 2 Jahre veranstaltet der dänische Turnverband ein Casting. Nur die Besten der Besten schaffen es in das Performance-Team. Die müssen richtig was drauf haben. Also die müssen natürlich leistungssportlich topfit sein, das ist ganz klar. Die müssen tanzen können, die müssen Akrobatik können, die müssen turnen können. Also die müssen viele Genres des Sports und der Bewegung beherrschen und das nicht nur schlechthin, sie müssen es richtig gut beherrschen. Und sie müssen natürlich ein Riesentalent haben, auch für eine Show mit Gestik und Mimik zu arbeiten und das Ganze im Team dann natürlich umzusetzen. Sie sind ja keine Einzelathleten. Also da ist schon Willensstärke, Kraft, Motivation und Ausdauer und viel, viel mehr noch gefragt. Und diese 34, die haben das. Da bin ich überzeugt, das kann ich jetzt schon sagen. In diesem Jahr ist die Show in Dessau die Auftaktveranstaltung der Welttournee 2012-2013, die anschließend in 65 Shows, unter anderem in Aserbaidschan, Uganda, Kenia, Südafrika, Thailand, Vietnam, Taiwan, USA, Mexiko, Kolumbien und Brasilien gastiert. Insofern erleben wir also die Premiere dieser großartigen Show und wir können uns wirklich darauf freuen, es sind 34 Sportlerinnen und Sportler, die diese Show dann in der Anhalt Arena zeigen und ich kann das jetzt definitiv schon versprechen, ich habe Videos gesehen von vom Training in den letzten Monaten, also das wird noch spektakulärer, noch begeisternder wie im letzten Jahr sein. Auch in diesem Jahr werden die Turnvereine aus der Region die Gelegenheit erhalten, sich im Rahmen der Show zu präsentieren. Im letzten Jahr bereicherte die Rhönrad-Gruppe des PSV 90 Dessau das Programm. Die sollen sich ganz einfach in den nächsten, ist natürlich jetzt ein bisschen kompliziert, es ist Ferienzeit, aber gut, die Ferien gehen auch jetzt schnell zu Ende. Die sollen einfach sich melden im Sportamt, entweder per Handy, per Telefon oder per E-Mail. Und dann sind wir ja alle so eng beieinander hier, dass wir das in kurzen, knappen Gespräch dann auch schnell eine Lösung finden und vielleicht einen guten Auftritt hinbekommen. Das National Danish Performance Team gastiert am 28. September 20 Uhr in der Anhalt Arena. Karten gibt es bei der Touristinformation Dessau, dem Pressezentrum Kanski und der Stadtsparkasse Dessau.